Willkommen zurück zu einem weiteren Karrieremodus-Rennen hier aus F1 2018. Heute sind wir beim großen Preis von Österreich auf dem Red Bull Ring hier in Spielberg. Das letzte Karrieremodus-Rennen ist jetzt auch schon wieder knapp 2 Wochen her. Und ja, ich habe in der Zwischenzeit ziemlich viele andere Videos hochgeladen. Aber ich finde, das letzte Video war mit eines der besten meiner ganzen F1 2018-Karriere und hat für meine Begriffe auf jeden Fall zu wenig Aufmerksamkeit geerntet. Also falls ihr dieses sehr spannende, wie ich persönlich finde, Video noch nicht gesehen haben solltet, dann könnt ihr es euch jetzt noch mal nachträglich angucken. Link habe ich euch unten in der Videobeschreibung nochmal reingepackt. Vielleicht hat es auch so ein bisschen daran gelegen, dass es halt kein 50% Grand Prix war, aber ja, ich weiß ja aus Barcelona, dass der 50% Grand Prix auch nicht immer was aussagen muss. Hier und heute habe ich mich wirklich bewusst gegen den 50% Grand Prix entschieden. Warum? Weil einige von euch und ich persönlich auch schon festgestellt haben, dass hier in Österreich die KI wirklich extrem schwach ist im Vergleich zu anderen Strecken. Und mir war eigentlich schon von vornherein klar, dass das Rennen hier eigentlich ein safer Sieg wird mit dem Red Bull. Und ich wollte einfach kein unnötiges 50% Grand Prix Rennen hier fahren, was sich einfach endlos strecken würde, wo ich einfach dann, keine Ahnung, nach Hälfte des Rennens oder so, vielleicht sogar schon früher, einfach vorne wegfahren würde und dann einfach quasi die ganzen 50% rausschneiden würde. Ich spare mir die 50% Grand Prix lieber für Rennen auf, da wo ich weiß, okay, das könnte wirklich eine krasse Challenge werden, das wird ein spannendes Rennen insgesamt und dann kann ich auch viel mehr Action in die Videos reinpacken. Deswegen hier und heute wieder mal ein 25% Grand Prix. Und ich denke, wenn ihr diese Fakten wirklich mit einbezieht, dann könnt ihr meinen Gedankengang dahinter so ein bisschen nachvollziehen. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass ihr hier für das heutige Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lasst. Wäre natürlich schön, wenn die 50 Daumen nach oben wieder geknackt werden würden. Und dann würde ich beim nächsten Mal beim Großpreis von Silverstone ganz sicherlich auch mal wieder ein 50% Grand Prix reinhauen. Nur dafür möchte ich natürlich auch irgendwie das Gefühl haben, dass da Bedarf bzw. Interesse besteht. Und falls ihm das sein sollte, dann auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare schreiben oder halt, wie gesagt, einen Daumen nach oben da lassen. Denn so zeigt ihr mir, dass ihr Bock auf den Karrieremodus habt und natürlich auch insbesondere dann auch einen richtig spannenden 50% Grand Prix feiern würdet. Also, wir wollen uns jetzt aber erstmal hier auf das heutige Video konzentrieren. Großer Preis von Österreich, eine Strecke, die mir persönlich schon seit jeher extrem gut liegt. Es ist ja meiner Meinung nach auch nicht sonderlich, ja, nicht gerade die anspruchsvollste Strecke. Ich meine, es gibt, viele lange Geraden. Man muss eigentlich immer letztlich nur die Bremspunkte treffen und der schwierigste Sektor ist eigentlich der letzte Sektor, denn da kann es schnell mal passieren, dass man vielleicht ein bisschen übers Limit hinausgeht und vielleicht ein bisschen zu weit rauskommt oder mal eine Kurve schneidet oder sonst was, aber im Groben und Ganzen ist das hier insgesamt eine der Strecken, die am einfachsten ist aus dem ganzen Formel 1 Kalender. Nichtsdestotrotz macht diese Strecke natürlich mega Bock zu fahren. Und ist natürlich dann im Umkehrschluss auch schade, dass Codemasters die KI hier auf dieser Strecke so einprogrammiert hat, dass sie hier auf dieser Strecke halt nicht so konkurrenzfähig ist wie auf anderen Strecken. Aber gut, es ist wie es ist. Wir müssen schauen, was wir aus dieser Situation machen. Und sind hier natürlich zu Beginn des Videos, oder was heißt zu Beginn des Videos? Wir sind ja jetzt inzwischen schon 3 Minuten und 15 Sekunden fortgeschritten. Sind hier zu Beginn des Videos im Qualifying und haben jetzt natürlich schon unsere ersten beiden fliegenden Runden gesetzt. Wir haben gesehen, Q1 locker geschafft, also da war wirklich noch massig Luft nach oben und da habe ich schon gemerkt, okay, wenn du wirklich so eine, in Anführungszeichen, schwache Runde hier hinlegst und dann direkt schon in die Top 5 kommst, dann wird das hier in Q3 ganz sicherlich zu einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit eigentlich für die Pole Position reichen. Und das war hier und heute natürlich auch mein Anspruch, denn ich erinnere mich noch an die letzte Saison. Da haben wir hier mit dem Toro Rosso sogar ein extrem gutes Ergebnis rausgehauen. Aber ja, wir sehen die erste fliegende Runde hier in Q3, die hat dann direkt gereicht, um auf die Pole Position zu fahren. Und das ist gerade einmal die 1-3-4 und damit sind wir 2,5 Zehntelsekunden circa vor Lewis Hamilton auf dem zweiten Platz und haben sogar Daniel Ricciardo geschlagen. Also genau das, was ich prognostiziert habe. Die Pole Position war hier schon ziemlich realistisch und ich will mir da auch nichts vormachen. Das war jetzt auch auf jeden Fall schon das Mindeste, was ich hier hätte zeigen müssen. Im Rennen kann das dann natürlich alles wieder ganz anders aussehen, denn wir starten hier auf den Supersoft-Reifen, die Konkurrenz auf den Ultrasoft-Reifen. Wir haben eben in Q2 gesehen, wir haben uns auf den Supersoft-Reifen qualifiziert. Und was das Besondere an diesem Rennen ist, ist, dass wir am Anfang einen leichten Nieselregen haben. Und das Interessante an der ganzen Sache ist, dass das Spiel uns nicht die Möglichkeit gibt, hier auf Intermediate zu gehen, obwohl es wirklich leicht am Regnen ist. Und ja, ich finde, es ist gar nicht mal so unrealistisch, dass man hier vielleicht sich überlegen könnte, okay, doch auf die Intermediate zu gehen. Jetzt starten wir aber erstmal los mit dem großen Preis von Österreich. Wir sehen, der Start ist wesentlich schlechter als der von Daniel Ricciardo.
sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass wir hier wesentlich weniger Grip zu Beginn des Rennens haben. Vielleicht auch ein bisschen weniger Temperatur, man weiß es nicht. Aber wir sehen, Daniel Ricciardo ist auf jeden Fall direkt mal vorbeigekommen. Jetzt hier vielleicht mit der Kontermöglichkeit. Ja, kommen wir schon mal vorbei. Bremsen am 100-Meter-Schild, das scheint zu spät zu sein hier für diese Bedingungen. Und da kommen wir in die Auslaufzone. Jetzt sehen wir Bottas auf der rechten Seite, schlüpft da fast sogar noch durch. Und wir sehen ein Renault auf die vierte Position nach vorne gekommen. Jetzt aber hier der Mercedes mit der wesentlich höheren Topspeed. Da müssen wir kurz lupfen und müssen da den Bottas passieren lassen. Und das ist genau das, was ich gesagt habe. Im Rennen sollte man vielleicht nicht so überheblich klingen wie vielleicht noch im Qualifying, denn das ist hier noch lange nicht gegessen, vor allem jetzt hier in den wechselhaften Bedingungen. Aber wir können die Position gegen Bottas noch so gerade eben zurückgewinnen. Sind jetzt hinter Daniel Ricciardo vor Valtteri Bottas und ja, die Frage ist natürlich, ob das jetzt hier ein Vorteil oder ein Nachteil ist auf den Supersoft-Reifen gegenüber den Ultrasoft-Reifen. Ich würde jetzt zu Beginn des Rennens sogar sagen, dass die Supersoft-Reifen eigentlich schlechter sind, denn wir sehen, der Abstand zu Ricciardo hat sich jetzt schon massiv erhöht. Und ja, das hätte man natürlich nicht so genau prognostizieren können, aber was ich zu Beginn des Videos oder sagen wir mal vor dem Rennen gesagt habe, ich finde es eigentlich nicht okay, dass das Spiel einem hier vorgibt, auf den Trockenreifen zu starten, denn ich denke, in der Realität gäbe es definitiv irgendein Team, was gesagt hätte, okay, wir starten jetzt mal auf den Intermediate-Reifen, denn es ist ja jetzt in diesen wechselhaften Bedingungen gar nicht mal so unrealistisch, finde ich, sie wieder mit stehenden Vorderreifen, also das ist genau das, was ich sage, das ist auch das Problem, was ich insbesondere habe bei wechselhaften Bedingungen ohne Linienkurven. Man weiß schlicht und ergreifend nicht genau, wo man zu bremsen hat, und wenn man das nicht genau weiß, dann passiert das, was wir eben eine Kurve zuvor gesehen haben, dann bleiben die Vorderreifen stehen, weil man einfach, sagen wir mal, 20 Meter zu spät bremst. Ja, und dann rutscht man einfach mal geradeaus und das ist natürlich unglaublich schlecht, da verliert man unglaublich viel Zeit durch. Das dauert dann so ein bis zwei, vielleicht auch drei Runden, bis man sich an die Bremspunkte gewöhnt hat. Aber wie gesagt, insbesondere bei wechselhaften Bedingungen, da kannst du halt nie genau abschätzen, ja, wie ist jetzt das Bremsniveau, wie ist das Gripniveau, kann ich jetzt später bremsen oder nicht? Das ist halt wirklich so ein Herantasten und ich will da jetzt auch gar nicht weiter drüber sprechen, denn ja, es ist einfach schwierig, sich an diese Bedingungen anzupassen und insbesondere die Bremspunkte dann perfekt zu treffen. Jetzt sehen wir hier Bottas auf der rechten Seite, nutzt da direkt die Möglichkeit, aber kommt da nicht vorbei. Hat aber an der Stelle wirklich wesentlich später gebremst und hat auch am Ende der Geraden einen krassen Geschwindigkeitsüberschuss, muss ich an der Stelle sagen. Jetzt auch hier wieder Bottas mit dem Geschwindigkeitsüberschuss. Auch hier wieder stehendes Vorderrad auf der rechten Seite, Bottas wieder auf der Innenseite und können so gerade eben den Angriff abwehren und verlieren wir sogar fast das Auto in der Beschleunigungszone. Also das ist auf jeden Fall kritisch, muss man sagen. Auf jeden Fall fahren wie auf Eiern hier. Und der Abstand zu Ricciardo wird immer größer. Also momentan sieht das gar nicht mal gut aus, muss man sagen. 2,5 Sekunden der Abstand zu Daniel Ricciardo und wir haben jetzt noch 13 Runden vor uns. Und was mir hier auch direkt auffällt, wir haben hier definitiv zu wenig Benzin eingepackt, denn man braucht hier viel mehr Fettgemisch. Bottas jetzt hier wieder mit der Möglichkeit, bremst sich da rein und schafft es wieder nicht. Da können wir wieder die Tür zuschlagen, beziehungsweise haben dann den besseren Exit aus dieser Haarnadelkurve raus. Aber der höhere Geschwindigkeitsüberschuss von Mercedes, der ist natürlich auch so ein bisschen darauf zurückzuführen, dass wir im Bereich Antrieb insbesondere noch nicht das maximale Potenzial ausgeschöpft haben. Ich denke mal, nach diesem Rennen werde ich da auch mal wieder in den Antrieb investieren. Denn wie wir jetzt schon mehrmals erlebt haben, Bottas ist auf den Geraden einfach unglaublich viel schneller, obwohl unser Flügel gar nicht mal so hoch ist hier. 2,8 Sekunden Abstand zu Daniel Ricciardo hat sich also erhöht um 0,3 Sekunden. Die wieder den Körper auf der Innenseite zu hart mitgenommen. Da wurden wir so ein bisschen ausgehebelt. Ricciardo jetzt mit der 1.11.7. Wir fahren die 1.11.8. Also sind gerade einmal eine Zehntelsekunde langsamer gewesen. Und das deutet so ein bisschen darauf hin, dass die Strecke jetzt langsam aber sicher abtrocknet. Das habe ich auch gemerkt. Das Gripniveau ist immer weiter gestiegen. Und je mehr das Gripniveau gestiegen ist, desto näher sind wir auch rangekommen an Daniel Ricciardo. Es ist natürlich darauf zurückzuführen, dass die Supersoft-Reifen länger halten und insbesondere, ja, wie ich gerade schon zu Beginn des Videos gesagt habe, hatte ich auch Probleme damit, die Bremspunkte zu treffen zu Beginn des Videos bzw. zu Beginn des Rennens, weil, wie gesagt, die Streckenverhältnisse ja nicht ganz klar waren, muss man einfach sagen. Und ja, jetzt sind wir die schnellste Rennrunde gefahren, eine 1.77, gerade einmal fast eine halbe Sekunde schneller als Daniel Ricciardo.
Und jetzt zahlt sich so langsam aus, was wir hier eigentlich vorgehabt haben, wenn es komplett trocken gewesen wäre. Sehen Sie hier erstmal einen Sergio Perez, der hier ausgeschieden ist. Gelbe Flagge, vielleicht kommt jetzt sogar ein Safety Car raus. Nein, es ist schon wieder die grüne Flagge, also hat sich das erledigt mit dem Safety Car. Was natürlich ein bisschen ungünstig war zu diesem Zeitpunkt des Rennens, war das mit dem Benzin, was ich eben schon angesprochen habe. Benzinverbrauch hier auf dieser Strecke absolut astronomisch, also da kann man nichts anderes zu sagen. Da muss ich in Zukunft definitiv mehr mitnehmen. So, wir sehen Ricardo jetzt an der Boxengasse. Daniel ist in der Boxengasse. Und das ist natürlich für uns das Zeichen, hier maximal zu pushen. Wir fahren nochmal die schnellste Rennrunde, eine 1,64, 1,2 Sekunden schneller als die vorherige Bestzeit. Wir sehen, die Reifennutzung ist eigentlich noch im Rahmen, also theoretisch könnten wir hier jetzt noch ein bisschen länger fahren, aber da es ja eh ein Einstopp-Rennen ist insgesamt, werden wir jetzt innerhalb der nächsten Zeit auch mal an die Boxengasse gehen. Ansonsten wird Ricardo einen zu krassen Undercut haben. Und genau dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Ah, da hätte man vielleicht ein bisschen aggressiver noch in die Boxengasse reinfahren können. Nichtsdestotrotz holen wir uns natürlich die Ultrasoft-Reifen. Und ich denke, Ricardo wird jetzt hier vorbeischlüpfen erstmal, aber dann werden wir natürlich ein massiv schnelleres Fahrzeug haben insgesamt. Und dann sollten wir eigentlich in der Lage sein, den Abstand wieder zuzufahren. Sehen, da vorne ist er, der Danny Ricciardo. Ich schätze mal so Augenmaß 3 Sekunden vielleicht, auch 3,5. Schauen wir jetzt mal auf die Sektorenmessung und es sind nur 2,6 Sekunden. Ja, da habe ich mich ein bisschen verschätzt. Aber gut, kann passieren. Ich denke mal 2,6 Sekunden, das sollte auf jeden Fall machbar sein innerhalb der nächsten 6 Runden. Wir sehen jetzt auch hier am Ende von Runde 12 sind wir schon absolut in Schlagdistanz. Jetzt schon DRS-Fenster, wir fahren die schnellste Rennrunde, eine 1,52. Und der Abstand ist auf unter eine Sekunde geschrumpft. Und jetzt wird es wirklich kritisch für Ricardo. Wir sehen Bottas hinter uns, 8,5 Sekunden, also es unterstreicht auf jeden Fall, dass Team Red Bull hier und heute wirklich auf einer komplett anderen Ebene ist. Fahren wir unseren Teamkollegen sogar fast noch rein. Das wäre jetzt ziemlich unnötig gewesen. Aber jetzt scheint Ricardo fällig zu sein und genauso ist es auch. Ganz klassisches Überholmanöver. Windschatten, DRS und Fettgemisch. Und da wird sicherlich auch kein Konter mehr kommen, denn wie gesagt, das Gripniveau der Ultrasoft-Reifen ist einfach massiv höher. Hier sogar nochmal lila unterlegt im zweiten Sektor. Runde 13 von 18, Führungswechsel hier beim Großen Preis von Österreich. Und ja, sofern jetzt hier kein Fehler mehr passiert, sollte das eigentlich ein sicheres Ding sein. So, Ricardo jetzt noch im DRS-Fenster, aber ich denke mal eine Runde später und dann werden wir auch weit genug entfernt sein, sodass der Ricardo sich da nicht mehr im DRS ransaugen kann. Aber wir haben auch hier gesehen, er konnte sich auch hier nicht ransaugen. Also er ist ja kein Valtteri Bottas, er hat ja keinen massiv besseren Antrieb oder so. Es ist ja letztlich das gleiche Auto. Und wir springen zur Runde 18 von 18, die letzte Rennrunde. Wir sehen sichtlich, es ist wesentlich heller geworden, die Streckentemperatur hat sich erhöht. Die Sonne scheint und es sind die letzten paar Meter hier beim Großen Preis von Österreich. Wir sehen, der Abstand zu Ricardo hat sich erhöht auf insgesamt 4,6 Sekunden. Also wir konnten den Abstand da noch deutlich ausbauen. Eigentlich genau das gleiche, was Ricardo zu Beginn des Rennens von uns tun konnte. Mit uns tun konnte, nicht von uns tun konnte. Und es ist die karierte Flagge und es ist der Rennsieg hier beim Großen Preis von Österreich. Und ja, damit habe ich auf jeden Fall den Soll erfüllt hier für dieses Rennen, denn wie ich zu Beginn des Videos schon gesagt habe, Österreich ist jetzt nicht gerade die schwerste Strecke, um halt den Rennsieg zu erringen. Aber ich bin natürlich trotzdem froh, dass ich das hier und heute geschafft habe. Das sind wichtige Punkte im Kampf um die möglicherweise WM, man weiß es nicht. Dafür müssen wir in der kommenden Zeit auf jeden Fall noch einige gute Ergebnisse hinlegen. Und das soll natürlich idealerweise direkt weitergehen beim Großpreis von Silverstone nächstes Mal. Also lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, falls ihr nächstes Mal insbesondere auch ein 50% Grand Prix wieder sehen wollt. Ich denke, Silverstone wäre eine Strecke, da könnte es vielleicht mal spannend werden.
Und ja, am Ende sind es 5,3 Sekunden, die uns trennen vom zweitplatzierten Valtteri Bottas, komplett abgeschlagen. Ja, und daran sieht man auch, dass Red Bull hier und heute nicht nur auf dem Papier das Heimrennen hatte, sondern auch auf der Strecke mit Abstand das beste Gesamtpaket hatte. Also Ricardo und ich hier und heute auf einer komplett anderen Pace. Und das ist natürlich mal schön, wieder mal einen Doppelsieg zu erleben, einen souveränen Doppelsieg. Und ja, wie gesagt, falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, ich verabschiede mich von euch und sage ciao.